Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Company of Heroes 3. Wir nehmen unsere gepanzerte Einheit, die jetzt nicht so krass geforscht ist wie die anderen Leute, weil die halt seit Ewigkeiten hier rumsteht und gammelt. Aber das ist auch halb so wild. Wir gehen nach Monte Cassino. Endlich. Nachdem die jetzt aber so unendlich viele Missionen lang aufgebaut wurde und immer weiter geteasert wurde, muss die jetzt auch geil sein. Wenn die jetzt nicht irgendwie cool ist, dann wäre das die größte Enttäuschung des gesamten Spiels bis jetzt, also ohne Scheiß. Aber wir hoffen mal das Beste. Ich bin echt gespannt. Ja, und was erwartet ihr so? Ich alles. Alles und nichts darunter. Boah, wie, das ist eine Enttäuschung. Looks like our men are really doing a number on the Abbey. Okay. Bisschen reingebombt, kann man machen. Okay, men, push forward and take that town hall. Okay. Ja. Greases, stand to. Alles klar. Einfach rein. Panzerwerkstatt wird schon passen. Das geht schon klar, ne? Ah, halt die Klappe, Mann. Roll nicht so rum. HMG! Stay low! Stay low? Engineers here! I know! Hat irgendeiner von euch eine Smoke oder so? Nee, ne? Doch der. Looted supplies are ready for pickup. Partisans are scouting enemy positions. So, sehr schön. Rein da. Und dann kannst du es dann noch hinschießen mit einer Rifle Grenade. Das kann man ruhig machen. So, und dann wird ein bisschen rumgeballert hier. Du, gehst bitte darauf. Das war ein ungünstiger Hit, bin ich ehrlich. Und rein. Du kriegst noch ganz kurz den da, das ist fein. Geplündete Vorräte können wir uns gleich irgendwann holen, ist das gerade nicht so wichtig. So, MG ist down. Ist down. Nein, da. Den noch ganz kurz killen. Den kannst du mitnehmen. Und killen. Okay, cool, der hat schon einen Rang bekommen, warum die anderen nicht? Die sind komplett im Kampf drin, aber der kriegt einen Rang. Nett. So, einmal ganz kurz hinschießen, vielleicht triffst du dir. Klonk. Und Hit. Guter Hit. Oh lol, der ist hingefallen. Ja, stolpern tut immer ein bisschen weh, das kann ich verstehen. Maschinengewehr, Maschinengewehr und ein Raketenwerfer. Ah, jetzt kriegen wir die Meldung. Cool. All right, men. Now we have the town hall, we can think about getting to that abbey. The Germans aren't just gonna let us waltz up the hill, unfortunately. Allied artillery will be bombarding their lines to soften them up, but it's still gonna be a hard fight. German forces have retreated to Hotel Continental. That hotel make for a good forward barracks, so if we can, we should capture it. From there, we'll head up to the abbey itself. The Krauts will be there waiting for us. They got artillery too, and we can expect them to hammer us with it while we climb the hill. Allied bombing runs have destroyed a lot of the buildings, so there will be plenty of cover for German troops. And we won't be able to use vehicles up there, so it'll be down to the infantry to get the job done. There are partisans out there somewhere as well. We should help them if we can. They got caught in the bombings, so it's the least we can do. Polish troops are heading toward the abbey as well, but there's no two ways about it. This is gonna hurt. Keep your heads down, stay sharp, and don't get shot. Also mit anderen Worten quasi, einfach rein.
Ich weiß, klingt nach einem dämlichen Ding so, aber es ist halt im Endeffekt ein Weg, der nach oben führt, so quasi, weißt du? Also rein. Still wasn't enough to clear the crowds out completely. Time for us to get up close and personal and finish the job. The Germans are occupying Hotel Continental. We can expect heavy resistance and tanks. There are always tanks. Ja, machst du nichts, ne? Das sind halt immer Panzer. Panzer, ich begrüße die. Direkt einen Schammel holen, ne? Aber wobei, gegen Infanterie sind wir eigentlich ganz gut. Wir könnten uns eigentlich direkt ein paar Jacksons, Hellcats nehmen, ne? Aber ich. Nee, Schammel schon geiler. Engineers here. We got somewhere to be. Okay. No lagging behind. Ja, die MGs sind zwar ganz nett, aber. Nö. 75 haben wir. Ich würde ja gerne Mörser machen, den haben die aber leider nicht. Ist ein bisschen doof gelaufen. Machst du nichts? Ansonsten einfach nur Angriffspioniere, habe ich gehört, ne? Weil die sind halt immer geil. Sherman Tank, finished and ready. Sherman reporting, right on. Reporting. So, einfach mal rein. Okay, hier wird auf jeden Fall geschossen. Von da links irgendwas. Okay, mal ganz dahin. Der zieht wieder nach hinten, perfekt. Ich meine, das ist auch nicht schlimm, aber schwierig. Zack. Sehr schön. Treibstoff nehmen. Du und du, wir können schon mal zu dem Punkt gehen. Du kannst schon mal gucken, ob du den da kriegen kannst, weil ich glaube, dass er wahrscheinlich gut verteidigt ist. Gucken kannst du trotzdem. Du gehst den holen und dann dahinter. Du gehst ganz kurz ein bisschen reparieren, ist ja nicht viel. Jetzt schon. Da links bitte hin. Shake it off. Shake it off. Zack. So, einmal dahin. Das war. Failed. No Survivors, ja, dumm gelaufen, passiert, aber es war auch ein bisschen der Plan, ehrlich gesagt. Okay. Ein Mörser ist ein bisschen wenig da, das fühlt mir jetzt gerade echt heftig hier. Okay, ciao. Nate, kannst du mal kurz werfen? Nice, hat's richtig geholfen. Okay, der Sherman kriegt einen MG drauf, klar, und fährt nach vorne. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus bis jetzt. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Zack, zack. Alle Trupp 1 natürlich. Nur der ist Trupp 3, weil das ein Ingenieur ist. Ihr geht jetzt den Punkt holen. Zack. Und zack. Du kommst bitte nach vorne. Gehst bitte in Trupp 2. Elliot ist gerade gestorben komplett, das ist natürlich ärgerlich, das war auf jeden Fall ein Angriffspionier. Aber die sind nicht so teuer, die können wir easy austauschen. Holy shit, was passiert denn da gerade? Achso, da ist ein Raketenwerfer dran. Hm. Das hatte ich vergessen. Tja, passiert. Dumm gelaufen. Ballerst du bitte mal da drauf? Ja, nicht reingehen, ihr sollt da reinfackeln. Ach Leute. Looky, looky. Komm, bring mal kurz rein.
So, haben wir. Zack. Daimler-Helm, den du da schön abschießen kannst. Kriegst einen MG draufgeschraubt eben kurz. Dann machen wir gleich noch einen Schirmer, weil der ist ja leider in die Luft geflogen. Ich weiß auch nicht, was passieren konnte. Es sind halt manchmal einfach doofe Umstände, ne? Passiert. Und noch ein Angriffspionier-Trupp, wie gesagt, der kostet ja quasi nichts. We'll fix her up. Einmal kurz abfixen. Und putz, tot. So, den können wir schon mal da positionieren, weil da kann er ganz gut überall hinschießen. Wir holen uns zuerst das Hotel da und dann gehen wir da die einzelnen Punkte holen. Oder wollen wir da jetzt eben hinfahren? Wir können auch jetzt eben hinfahren. Ach, wir können auch jetzt eben hinfahren. Auf geht's. Assault Engineers have reported for duty. Son of a bitch! Return fire! M4A1 Sherman deployed! Ja, du kannst halt noch keine Flamme verleisten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für dich, aber nicht mein Problem. Achso, du musst nicht nur auf die nicht schießen. Das war Quatsch. Das hast du vielleicht falsch verstanden. Sorry. Hoppala. Also vorzugen natürlich, klar, aber nicht nur konzentrieren. Bonk. Auch nach vorne bitte fahren. Zack, auch im MG wird drauf. Im Endeffekt brauchen wir nicht nur den Angriffsbefehl, hier einfach rein. Das ist eine gute Devise. So, schon die Statue. Ja, ah, nice. Oh, da hilft ein Panzer aus. Cool, cool, cool. Halt! Und weiter. Sehr nice. Und da rein, bitte. Fünf Leute? Ja, ja. Können wir machen. Passt schon. Oh, warte, das ist gefährlich. Da helfen wir natürlich kurz aus. Suche nur ein bisschen nach Kisten. Hier sind auf jeden Fall noch welche. So, gehen wir ganz jetzt weg. Du holst dir den da. Ach, lol. Hi. Oh, nett. Oh, und da kommt meiner. Ja, cool. Sehr freundlich. So zuvorkommen die Herrschaften hier. Wirklich nett. Die fallen was so eben durch, so auf Durchreise. Nice. Kriegst du es hin, den zu töten? Bestimmt, oder? Ich bin da guter Dinge. Machen wir noch einen Panzer? Ja, ne? Machen wir noch einen Jagdpanzer. Oder? Noch ein Sherman. Und rein. Achso, ist kein Pionier, den hat er gekillt. Okay, dann ist er dann auch noch da. Kriegst du auch hin. Schau, Mörder. Ja, aber den brauchen wir jetzt hier tatsächlich nicht. Der war in der letzten Mission echt geil, aber hier ist jetzt, gerade weil wir so schnell voranschreiten, eher nutzlos. Wobei, so kann man wirklich nicht sein, aber er wird nicht benötigt, so wie in der letzten Mission. Flamethrower. It's good to see you, Corporal. Thanks for the support. Immer gerne. Glad we could help. Die Frage ist, was bringt uns das? Jetzt habe ich die bekommen. Was will ich denn mit denen? Es tut mir leid, aber ich brauche die halt nicht. Aber geil, jetzt kann man die sogar produzieren, die Leute.
Oh, das klingt sogar eigentlich ziemlich geil, bin ich ehrlich. Also eigentlich ist es nicht schlecht, das ist schon ganz nett, was man da kriegt, bin ich ja ehrlich. Das muss ich ja sogar zugeben. Aber... Ja, weiß ich nicht, Mann. Okay, und rein. Einfach rein, komm, ist egal. Weißt du was, wir könnten den nutzen, um die beiden Sachen zu nutzen. Dann komm mal her. Wobei, es funktioniert vielleicht nicht so gut. Nee, du gehst mit dahin, benutzen dich dafür. Weil du beschießt mich auf 4 Truppen. Wir machen nämlich 2-2 so, weißt du? Okay, das tut weh. Die sind gut verbarrikadiert. Muss ich dann lassen? Ja, passiert. So, du gehst ganz kurz weg. Du gehst ein bisschen vor. Zack. Resistance Fighters. Da einmal hinschießen. Ja, mal gucken, wo die hingehen. Ja, stirb halt einfach, ist auch nicht so schlimm. Kein großer Verlust. Da und da. So, das haben wir. Nice. Oh, die Panzer sogar eigentlich ganz gut überlebt, muss ich zugeben. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Schaden erwartet. Das ging sogar. Nice, cool. Ja, schade für den Scout Squad. Und rein da. Na, mit genug Shermans geht das ja eher, das klar. Boah, der müsste eigentlich drauf gehen. Der wurde gerade überfahren. Nur leider geht das hier nicht so einfach. So, 2 MGs. So einfach geht das. So. Oh, hallo. Don't stop believing. Au. Au, au. Da ist eine Bug. Das ist ja frech. Könnt ihr bitte mal ganz kurz da hinkommen und die Bug töten? Das geht ja gar nicht. Der wird sterben, oder? Das ist natürlich ärgerlich. Naja, holen wir uns einen neuen. Scheißegal. Müssen wir wenigstens nicht reparieren, wir müssen es von der guten Seite sehen. Who's on flamethrower duty? MG, waiting on you. Ja, den könnt ihr gleich machen. Komm, da, 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 da. Ja, die Raketenwerfer kannst du auch gerne sparen. Bis dann ist die Pack schon längst tot. Oh, holy shit. Gute Hits. Dann halt auf euch. Ist auch gut. Reparieren kannst du gleich erstmal ganz das Dinger töten. Oh, sehr freundlich. Die nächste Shovel ist da. So, und brutzel, brutzel, weg ist die Pack. Ach, heul nicht so rum. Du hast angefangen. So, mal kurz da reinbrutzeln. Du reparierst. Sehr schön. Kurz die Kisten sammeln, das machen. Let's make some noise. So.
Muss ein Territorium sein. Ja, ja, kommt gleich. Wie sieht's da aus? Na, er verreckt auf jeden Fall nach und nach. Einfach mal von beiden Seiten mit einem G. Das klappt bestimmt. Ja, damit haben wir auf jeden Fall alles erobert, was wir erobern wollten jetzt hier. Das war eigentlich eine ganz gute Sache. Das lief echt gut. Bis jetzt war die einfach draufgetaktik echt super. Zack, zack, zack. Panzer ist auch gleich heile. Schön. Hotel Continental is ours. Things aren't gonna get any easier from this point on. We should set up vehicle production here before we make the final push. Okay. Ja, also, ich sag mal so, ich bin eigentlich ganz gut vorbereitet. Grab your gear! Ah, lassen wir noch kurz aufbauen. Ach, da oben macht er das. Ah, hab ich gar nicht gesehen. Dann chillen wir nochmal ganz kurz einen Moment. Muss ich mir trotzdem einzeln anklicken und das funktioniert, ne? Naja. Ist ja auch egal. Kommst du nicht dran? Okay. Alter, könnt ihr den bitte langsam mal killen? Das ist ja schwierig mit euch. Zwei MGs sind zu dumm, den zu töten, ne? Die hängen sich gegen dich fest. Alter. Jetzt muss der Sherman helfen wahrscheinlich, wa? Sollst du drauf schießen? Nicht mal das kriegen die hin. Ja, weiß ich auch nicht. Ach, weißt du was? Komm, rein da. Auf zum nächsten Punkt. So. Überall Flammenwerfer, überall alles rein und hoch da den Berg. Die MGs. Ja, die MGs haben das Gebäude zum Einschützen gebracht. Die MGs. Das ist stark. Ja, viel Spaß. Ey, ganz ehrlich, Boy. Gönn dir. Hangman's Hill, ja, ja. Was sollen sie machen? Okay, einfach durchrollen. Ist vielleicht sogar nicht mal so dumm. Oh. Okay, den hat es auf jeden Fall erwischt, aber egal, ein Panzer ist kein Panzer. Erstmal kurz den Pack töten, bitte, Leute. Kriegt der hin, oder? Sehr schön. Dann reinrollen, bitte. Charge on the flank! We've got wounded! Mein Gott. Oh, und da ist MG. Oh, hoppala. Ansonsten die anderen beiden bitte zum Reparieren gehen. Hm, schade, das sind MGs ja gestorben. Wie ärgerlich, Mann. Oh. Hoppala. Oh. Oh, wow. Wow. Ich muss zugeben, der war tatsächlich sogar sehr schmerzvoll. So finde ich auch Trash Talk, aber der war hart. Wie ist das jetzt so krass passiert hier? Als ob das jetzt wegen dem einen, zwei Raketenwerfer da war. Krass. Leute. Holy shit. Damn! Ich meine, das hat funktioniert, habe ich nur 4 Panzer gekostet, 2 MGs und gefühlt eigentlich fast jeden Angriffspionier. Aber
Was soll's? Autsch. Ich finde es übrigens geil, dass wir zwar hier Gebäude haben, aber die Symbole hier halt trotzdem von da unten sind und ich werde jetzt nicht jedes Mal hier hin scrollen, um das Gebäude auszuwählen. Das ist halt dann dumm gelaufen. Achso, der hat Auto-Replenish aus, deswegen geht das hier nicht voran. Good. We've captured Hangman's Hill. Nothing ominous about that name. Na gut, war schon ein bisschen schwierig, ne? Da hängen jetzt auf jeden Fall drei Panzer an der Klippe. So im Hang. Naja. Now we've got Hangman's Hill. We've got a guardhouse we can use to rearm and reinforce our infantry. Still sounds ominous, though. Cool. M4A1 Sherman deployed. Kannst du bitte von diesem Munition mitnehmen? Ach, geht ja doch plötzlich, ne? Komisch. Leute, sind da Leichen. Mal einfach aus Interesse. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber was ist da hinten eigentlich? Wir können hier mit Infanterie hochgehen. Oder hier mit Fahrzeugen. Wir gehen safe mit Fahrzeugen natürlich. Scheißegal. Wow, Treibstoff haben wir sogar echt viel, ne? Es geht halt echt nur um Arbeitskraft. Könnt ihr nicht eigentlich was bauen? Ja, für 200. Lohnt sich das so wirklich? Nicht wirklich, oder? Ach, weißt du? Hm, dann halt nicht. Damn. So, mal ganz kurz die beim Pax wegjagen. So. Und so. Boah, Alter. Holy shit. Ich sage, Angriffspioniere sind einfach MVP. Ich meine, guckt euch das an. Die haben zu zweit diesen gesamten Punkt einfach mal weggekokelt. Und haben nur eine einzige Einheit verloren und ein paar HP halten. Aber Angriffspioniere sind einfach krank. Da steht safe eine Pack oder ein MG oder ein Panzer. Ein Panzer vermute ich jetzt mal nicht. Holy shit, Alter. Ja, okay. Geht mal bitte weg. Ist vielleicht dann doch ein bisschen gefährlich. Bin ich ehrlich, ne? Ja, ja, mach mal. So. Natürlich direkt nochmal ein, zwei Panzer machen, ne? Ist ja natürlich jetzt die Pioniere, klauen uns die gesamte Arbeitskraft gleich weg. Werden die natürlich auch unten tun, aber... geht ja relativ schnell hoch eigentlich die Zahl. Also die Zahl ist schon echt sehr freundlich diesmal. Ja, eigentlich besteht die nur noch aus Fresh Faces, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Hä? Achso, das war vom Panzer, ich dachte gerade schon so, Maschinengewehr? Hä? Was ist denn jetzt los? So. Noch Herr Sherman? Okay, komm, weißt du, was macht ihr mal einfach hier? So. Ist eigentlich scheißegal, aber mach mal. So, die Frage ist, macht es jetzt Sinn, hier mit dem Panzer lang zu fahren, oder wollen wir doch vielleicht irgendwie mal gucken, was da so oben losgeht? So abgeht. Wir gehen mal ganz kurz reingucken. Wir warten eben noch auf den anderen... Einheitenkram. Wenn jetzt hier natürlich mehrere MGs stehen, wäre natürlich richtig nutzlos für mich. Aber wenn wir hier schon mal so vielleicht irgendwie ein bisschen clearen können oder so, weil es sind bestimmt safe Packs bei, dann können wir für die Panzer wenigstens schon mal ein bisschen vorgehen. Weil das hier hinten, das hat ja bewiesen, wie geil die sind, ne? Das war ja auch echt edel, also bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, das war bis jetzt der kostspieligste Punkt auf jeden Fall hier. M4A1 Sherman deploy. 50 Cal on the way. Also diese kleine Ecke von der Karte, dass man da nicht durchscrollen kann. Und die ist ein bisschen nervig. Weil die Kamera bleibt halt daran hängen. Muss man so ein bisschen außen rumgehen, weil hier so ein kleiner Zipfel bei ist. Den hätten sie sparen können. Vor allem, weil, guck mal, die Karte geht vom Gebiet her sogar bis dahin. Da hätten sie ruhig die Kamera auch bis dahin machen können. Naja. Das sind Kleinigkeiten, das ist nicht so schlimm. Oh, der rollt sogar ganz außen rum, der Panzer. Okay. Und der wird Seitennetz. Yo, alles klar.
Der ist RIP. Schade. Das hat sich ja gelohnt. Der war ja richtig gut unterwegs. Scheiße, Alter. Ja, weil der da hinten rausgeflogen ist. Wo kam der denn eigentlich her? Von da vielleicht? Warum ist er hier lang gefahren? Ist mir gar nicht aufgefallen. Das war natürlich jetzt richtig dämlich. Ja, selber schuld. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir speichern ganz kurz, einfach nur, falls das Spiel abstürzen sollte oder sowas. Ist ja auch jetzt keine unmögliche Sache. Einmal auf Nummer sicher gehen, ganz kurz alles safe machen hier. Ich will jetzt nämlich hier keinen Progress verlieren. Wobei die Mission ist echt, bis jetzt echt geil ist, ne? Also selbst wenn, wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlimm. Bin ich ehrlich, die macht echt Laune. Monte Cassino. Well, aren't we a sight for sore eyes? Okay, immer noch links. Ach, lol, guck mal an. Alter, die Flammenwerfer. Zack. Und rein flambieren. Total krank. Oh, guck mal, das ist eine Pack. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich, wie die weg ist, ne? Und weggebrannt. Oh, guck mal, Raketenwerfer. Einmal kurz reinbrennen. Und tot. Ah, oh, da schießt auf mich. Wie ärgerlich. Okay, der tut wirklich weh. Da bin ich ehrlich, der geht mir schon ein bisschen auf den Sack dann. Das ist ja kein Problem. Wir laufen einfach hier hoch. Hallo, die Herrschaften, wie geht's denn so? Ich habe ein paar Geschenke mitgebracht, in Form von Feuer. Alter, guckt euch das an. Okay, hab ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Oh, ein MG. Brutzelt. Okay, gehen wir mal zurück. Das hat sich ja schon mal gelohnt. MG direkt tot, mehrere Packs und Raketenwerfer tot. Die verbündeten Shermans machen quasi gar nichts hier, aber sollen sie halt. Ja, passt schon. Ich würde sagen, wir gehen einfach mit allen zusammen hier hoch. Na komm, macht einfach, was ihr wollt. Fahrt einfach, ganz ehrlich. Ressourcentechnisch sind wir so gut aufgestellt, das juckt mich null. Wenn die drauf gehen, gehen sie drauf. Die Pioniere sind mir irgendwie sogar schon fast wichtiger, bin ich ehrlich. Have been reinforced. Ihr habt ja gerade gesehen, die Flammenwerfer sind einfach insane. Also das ist wirklich mit Abstand der stärkste Trupp. Die Angriffspioniere sind der beste Trupp bis jetzt im gesamten Game, finde ich. Die mit Flammenwerfer, weil die können reparieren, die können bauen, die sind super stark im Angriff. Und es ist einfach geil. Die sind einfach nur geil. Okay. Ja, mit vier Panzern haben wir auch ein bisschen Kraft, ne? Ja gut, ein MG stört mich jetzt eher weniger. Alter, guck mal. Die Flamme hat da schon längst kurz einen Prozess mitgemacht. Wir kriegen es nicht hin, eine einzige Pack zu zerstören. Was ist das denn? Weil die alle auf den Boden schießen. Ich sag ja, Panzer finde ich irgendwie ein bisschen komisch hier, ne? Manchmal sind die echt stark, manchmal sind die scheiße. Ja, Bogen tot. Eine Pack gewinnt gegen vier Panzer. Und killt sogar zwei davon. Umgedreht wäre meine eine Pack instant gestorben. Ey, sag mal. Seid ihr echt so schlecht? Mein Gott, Leute. Heieieiei. Naja, schaffen die schon. Machen wir gleich direkt noch einen, ne? Weil wir können es ja leisten. Ja, das MG da uns ist uns auch egal. Und wir gehen hier oben wieder rein. Ohne Pack. Tja, wie schade.
Okay, einfach mal rein hier, würde ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt einen guten Weg hier hoch. Das passt schon. Einfach rein. Okay. Okay, aber die ganzen Leute sind eigentlich egal. Nur die Raketen vertun vielleicht ein bisschen weh. Aber ist egal. Ah, guck mal, nett. Weil die hier unten relativ nutzlos waren, bin ich ja ehrlich. Mal sehen. Ein Typ, wegputzeln. Nice. Den bitte auch, den Jägertrupp, weg damit. Den bitte weg. Den bitte weg. Alter, du kriegst die an, die sterben. Puff. Hat sich nur selber getroffen. Auch nice. Okay. Kurz den Weg gucken. Und jetzt den Ingenieurtrupp. Tot. Ja, Reinforcements. Was soll er uns schon schicken? Was uns auch nur im Einsatz stören könnte. Ja, der ist jetzt auch RIP. Okay, und rein. Ach, da kommen so ein paar. Und Pax, ja. Gut. Und Feuer. Das ist immer wieder geil, Mann. Ohne Scheiß. Die sind ja so instant stark, die Jungs, Mann. Ey, die Einheit steht da einfach drauf rum und ist einfach instant tot. Alter. Ja, hoch, ne? So, dahin bitte. Und dahin bitte. Machen wir noch einen Sherman? Wir können es uns ja leisten. Haben wir es jetzt hier? Ja, besetzen sollen wir es. Sollen wir da einfach jetzt irgendwie was machen, oder? Ist das, weil hier noch Leute übrig sind? Ah ja, passt. Oh, hoppala. Good job our Polish friends turned up when they did. We have the Abbey now though, and that's what counts. Well done, men. Ja, also ganz echt, die polnischen Freunde, da waren jetzt eher ein bisschen nutzlos, bin ich ja ehrlich. Die haben mir weder einen Weg freigeräumt, noch haben die mir irgendwie wirklich geholfen. Da hätte ich auch drauf verzichten können. Also nett gemeint, ja, aber weiß ich jetzt nicht so. Retten Sie Monte Cassino. Historische Wiedergutmachung. Mhm. Okay. Ja, dafür kriegen wir ein Achievement, weil wenn wir eine Kompanie komplett ausforschen und alles machen, ne? Dann nicht. Tja, ja, Achievement-Vergabe leider ein bisschen verkackt. Nein, ist schon gut. Oh, das mögen sie alle gerne. Nett. Putz. That's it, Commander. The Gustav line's breaking apart and the Krauts are falling back to Rome. Let's hit them while they're down. 600 Arbeitskräfte, Treibstoffmunition, das brauche ich eher weniger, wenn ich ehrlich. Allen Kompanie 5 Fähigkeitspunkte, das klingt stark, weil ich auch viele neue habe. Aber was heißt viele neue, aber viele, die nicht so gut gelevelt sind. Bevölkerungslimit ist auch nice. Noch ein Achievement übrigens. Ja, Gesundheit kannst du in den Arsch schieben, also ganz ehrlich, das kann ich mir auch selber holen dann. Also entweder das hier oder Fähigkeitspunkte und ich bin ehrlich, ganz ehrlich, mit 10 Kompanien bin ich, glaube ich, ziemlich gut unten hier unterwegs, oder? Ich glaube, das ist easy. Das sind 5 Fähigkeitspunkte, denke ich mal, besser. Ja. Thank you, Commander. Ja. Oh, der mag uns jetzt komplett, aber noch nicht zu 100%. Ja, die hatte zwar gerade eben befürwortet, aber es ist quasi kein Stück hochgegangen. Ja, dann halt die Fresse. Ja. Jetzt können wir auch weiter reingehen hier. Aber so viel gibt es ja tatsächlich gar nicht mehr.
Klar, das ist natürlich Rom und so, ne, aber... Das ist jetzt nicht allzu riesig. Da habe ich auf jeden Fall mehr als genug Truppen für. Holy shit. Hat er schon gekämpft? Ah, ne. Das ist schon alles rum. Ah, die können wir noch, fahren. Cool, dann machen wir das. So, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Nice. Und putz, 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 putz. Mit der Riesenmunition. So. Und dann würde ich eigentlich schon sagen... Na, also Monte Cassino, muss ich übrigens ganz ehrlich zugeben, war eine coole Mission. Mit den, ganz ehrlich, mit dem Trupp, den ich da hatte, und das war ja noch nicht mal ein durchgeforschter Trupp, war es sogar schon fast so einfach, ehrlich gesagt, den gepanzerten, weil die gepanzerte Trupp, ne? Also ganz ehrlich, wenn ihr die Kampagne selber spielen solltet, oder wenn ich die irgendwann in Zukunft, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, bin ich ehrlich, aber vielleicht habe ich irgendwann ein paar Jahre nochmal Bock drauf, durch irgendeinen Zufall, und ich mir die Kampagne nochmal gebe, kann ja sein, dann fand ich bis jetzt die Luftwaffe, ehrlich gesagt, irgendwie die langweiligste. Die Spezialtruppen, okay, cool, kann man machen. Die Panzerkompanie, also ich sag's ja gerne nochmal, ne, aber die ist schon geil. Also die Angriffspioniere, die können einiges, bin ich ehrlich. Das ist richtig, richtig nice. Die britische Panzerunterstützungskompanie habe ich auch gerade als cool im Kopf. Die habe ich irgendwie gemacht, oder die indische Artillerie, eins von beiden war das. Also britisch-indische, die indischen waren cool, genau. Bei den britischen Panzerunterstützungen bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, die Panzerkompanie, das solltet ihr machen. Beste Einheit. Da habe ich auch nur 6 Stück von. Naja, gut. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, warte, du kannst auch was machen. Könnt ihr. Weil es geht. Achso, ich habe ja beide Schiffe da oben stehen, genau. So, ich hoffe, du stirbst. Ach komm, Valenti, halt die Schnauze. Er lebt noch. Tja, machst du nichts. Ist aber auch nicht runtergegangen. Oh, aber doch so ein Mini-Bisschen. Ja, ganz ehrlich, wie juckt das? Aber ich habe noch was für dich. Ah ne, den habe ich schon fliegen lassen. Ne? Ah ne, ist zu teuer. Oh, 100, genau. Gönn dir. Ja, ansonsten würde ich sagen, kann der sich noch einmal ganz kurz heilen. Wir können mal die ganzen Kompanien durchgehen. Wir haben alle Fähigkeitspunkte bekommen. Du kannst hingehen, erstmal Verbesserungen gucken. Machst noch die hier. Einheiten hast du eigentlich alles, was du brauchst. Mörser kannst du noch einmal machen, weil die sind immer ganz nett. Und mit den 2 Punkten ist mir eigentlich scheißegal. Hier, komm. Mach, was du willst. Du wirst die wahrscheinlich nicht brauchen. Du warst wirklich der voll ausgeforschte. Ja. Gibt nicht mal ein Achievement. Traurig immer noch. Ihr Boys. Ja, komm hier. Veteranen, Fallschmieger. Können die? Ist mir eigentlich auch scheißegal, wenn ich ganz ehrlich bin. Ansonsten machst du halt hier ein paar Verbesserungen und dann passt das schon. Panzerunterstützung, das ist jetzt interessant, weil die Unterstützung, die hat ja auch hier Zeug, die wir normalerweise nicht haben. Also es könnte mal interessant sein, da mal ein bisschen mit zu spielen. Hat sich ja bis jetzt nicht so ergeben. Aber ansonsten sind die Verbesserungen schon echt gut, bin ich ehrlich. Ach, guck dir das mal an. Der könnte auch noch echt witzig sein, glaube ich. Machst du mal das? Oder keine MG-Truppen, lol. Ja, die kannst du dir auch haben. Verbesserung. So. Ist der schon mal durch? Indische Artillerie. Lassen wir halt ganz kurz da rauslaufen. Dann kann er was tun. So. Du kriegst von mir aus sogar tatsächlich jetzt hier den Dingens und den, weil ich die sehen will. Das ist der einzige Grund eigentlich. Das passt. Du kannst haben das hier und das kannst du nicht leisten.
Dann machst du halt einfach irgendwas, das ist mir komplett egal. Sind zwar nette Boni so, aber ganz ehrlich, das werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr so richtig extrem brauchen, also who cares. Ja, hier, nee, mach erst eine Verbesserung, die sind auf jeden Fall wichtiger. Ja, bitteschön. Wie gesagt, das macht keinen Unterschied für mich. Könnte ich bestimmt auch besser skillen, aber was soll ich mich jetzt da durchlesen da? Weil ich davon eh auf lange Sicht gesehen quasi nichts von hab. Weil ich immer bei den paar Missionen, die wir noch haben, rasieren wir wahrscheinlich einfach kurz durch und ist gut. Ja, das war's. Ja, wir haben sogar schon fast zu viele Truppen eigentlich für das bisschen, was hier übrig ist. Das wird ein einfaches Durchgerennen tatsächlich. Nett. Ja, aber ich denke mal eine Aufnahmesession noch, dann haben wir das wahrscheinlich durch. Dann nähert sich das langsam dem Ende hier, tatsächlich. Krass. Dann auf jeden Fall für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Adios.